Früh erkannt heißt besser heilbar. Das gilt auch und vor allem beim Prostatakrebs. Ab wann die urologische Vorsorge empfohlen ist und was dort alles gemacht wird, erkläre ich Ihnen in diesem Video. Mein Name ist Sonja Knipschild, ich bin Fachärztin für Urologie in der Klinik am Ring in Köln. In Deutschland ist Prostatakrebs beim Mann der häufigste bösartige Tumor. Unter den Krebstodesursachen steht das Prostatakarzinom beim Mann an dritter Stelle. Mit der jährlichen Vorsorge beim Urologen kann das Risiko, ein Prostatakarzinom zu übersehen, deutlich verringert werden. Außerdem verursacht Prostatakrebs leider erst Beschwerden, wenn der Tumor bereits weiter fortgeschritten ist und damit nicht mehr so gut heilbar ist. Prostatakrebs gilt landläufig als Krebs des älteren Mannes. Im Mittel liegt das Erkrankungsalter bei 72 Jahren, aber auch jüngere Männer können erkranken. Allerdings ist eine Erkrankung vor dem 50. Lebensjahr eher selten. 2020 erkrankten in Deutschland ca. 63.000 Männer neu an Prostatakrebs. Im gleichen Jahr sind 12.000 Männer daran gestorben. Durch die regelmäßige Vorsorge beim Urologen werden etwa 2/3 der Prostatakrebserkrankungen in einem frühen Stadium entdeckt, und zwar in einem Stadium, in dem der Tumor auf die Prostata begrenzt ist. Sie sind dann gut behandelbar und die Sterberate hat sich dadurch bis 2007 kontinuierlich verringert und verläuft bis heute annähernd stabil. Mehr als 90% der Patienten sind nach einer Behandlung tumorfrei. Bei Männern ab dem 45. Lebensjahr wird eine jährliche Vorsorge empfohlen. Sie soll frühzeitig Prostatatumore erkennen, aber auch Nieren- und Blasentumore können rechtzeitig entdeckt werden. Bei Männern mit Prostatakrebs in der Familiengeschichte wird die Vorsorge sogar ab dem 40. Lebensjahr empfohlen, weil sie ein deutlich höheres Erkrankungsrisiko tragen. Nach einem kurzen Gespräch über Vorerkrankungen und eventuelle urologische Beschwerden machen wir eine Ultraschalluntersuchung der Nieren und der Harnblase. Das äußere Genital wird untersucht, anschließend wird die Prostata durch den Enddarm abgetastet. Normalerweise tastet man glattes Gewebe und eventuell eine gutartige Vergrößerung. In vielen Fällen kann ein Tumor bereits in der Tastuntersuchung als Verhärtung oder Knoten gefühlt werden. Zum Schluss wird mit einer speziellen Sonde eine Ultraschalluntersuchung über den Enddarm gemacht. So können wir noch genauer die Beschaffenheit und Größe und auch eventuelle tumorverdächtige Areale in der Prostata erkennen. Zusätzlich zur Tast- und Ultraschalluntersuchung bestimmen wir das prostataspezifische Antigen oder kurz PSA im Blut. Die Konzentration von PSA im Blut wird als Vorhersageparameter für das Prostatakarzinom, aber auch als Verlaufsparameter für Entzündungen der Prostata verwendet. Die gutartige Vergrößerung der Prostata kann ebenfalls zu einer PSA-Erhöhung führen. Für uns ist der PSA-Wert ein wichtiger Marker, um eventuelle Prostatakarzinome frühzeitig erkennen zu können. Vor einigen Jahren wurde für die Krebsfrüherkennung noch ein starrer PSA-Wert von 4 als oberer Grenzwert verwendet. Das führte aber zu einer schlechteren Vorhersagegenauigkeit des PSA. Heute verwenden wir zur Beurteilung altersabhängige PSA-Grenzwerte und die Anstiegsgeschwindigkeit des PSA in einem bestimmten Zeitraum. Zusatzparameter im Blut wie das freie PSA verbessern in Zusammenschau mit der Prostatagröße, dem Alter des Patienten, der familiären Vorgeschichte und den Vorwerten die Vorhersagegenauigkeit enorm. Stellen wir erhöhte PSA-Werte fest, werden diese zunächst einmal kontrolliert, da zum Beispiel Radfahren, Entzündungen der Prostata oder Geschlechtsverkehr neben dem Prostatakarzinom auch den PSA-Wert erhöhen können. So können unnötige weitere Untersuchungen wie zum Beispiel die Prostatastanzbiopsie vermieden werden. Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass nur die Kombination von Tastuntersuchung, PSA-Wert und Ultraschall der Prostata eine frühzeitige Diagnose möglich machen. Prostatakarzinome sind dann in den meisten Fällen in einem gut heilbaren Stadium. Kommen Sie gern für weitere Informationen oder zur Vorsorgeuntersuchung zu uns in das Westdeutsche Prostatazentrum in der Klinik am Ring in Köln. Wir freuen uns auf Sie.